Da ist etwas in den Dreck geätzt. Ich weiß, dass ich sie irgendwoher kenne. Aber woher? Hallo, Sarah. Hier sind wir also wieder. Ich habe mich um dich gekümmert. Beginnst du langsam zu verstehen, Sarah? Immerhin kann ich sagen, dass ich geschafft habe. Ich habe die Kraft entfesselt, für die du getötet hast. Ich trete hier als dein Richter auf. Angesichts dieser leeren Tafel, während wir zu einem Urteil kommen, sollst du dich erinnern. Es ist vollbracht. Die Rettungskapsel im Lagerraum wurde geöffnet. Und da... Ich habe den Orbit der Station verändert. Sie wird innerhalb einer Stunde auf dem Planeten. Leb wohl, Sarah. Ich hoffe, wir werden uns nicht noch einmal wiedersehen müssen. Gestoßen. Ich hätte es gar nicht tun müssen, aber ich war mir sicher, dass er hinter mir her war. Er hatte nicht auf, den Kommandanten zu bitten, das Artefakt rauszuschmeißen. Trent hat mir keine Wahl gelassen. Zu dem Zeitpunkt waren nur ich, er und Arthur übrig. Er hat dem Spion nicht vertraut, aber er hat auch nicht geglaubt, dass er der Mörder ist. Ich glaube, der Kommandant konnte es in meinen Augen sehen. Darum habe ich ihm seine genommen. Er war mein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er dachte, das Artefakt sei zu gefährlich, um alleine dran zu arbeiten. Wir haben uns gestritten, weil er ein Unterstützungsteam haben wollte. Ich sagte ihm, wir könnten das alleine. Ich wollte nicht. Ich wusste, er würde es nie verstehen. Geprüft, als ich zu ihm kam. Sein Benehmen zeigte deutlich, dass er Dicks Leiche in der Navigationskonsole gefunden hatte. Das mit Dick war ein Unfall, darum vermute ich, dass die Sache hier außer Kontrolle geraten ist. Ich war besessen. Ich konnte nur an das verdammte Artefakt denken.
Thank you.